was dem Louvre die Mona Lisa, das ist uns hier in Kassel unsere Saskia. Dieses wunderbare Gemälde von Rembrandt. Er hat seine junge Frau gemalt, als die beiden ganz frisch verliebt waren. Und er hat das Gemälde fast sein ganzes Leben in seinem Besitz behalten. Und als dann Saskia starb, hat er es nochmal überarbeitet. Er malt ihr eine Feder auf den Hut, das ist ein Symbol für die Vergänglichkeit, und gibt ihr einen Rosmarinzweig in die Hand als Symbol für die ewige Liebe. Insofern ist das nicht nur ein Meisterwerk der Kunst, sondern ist eine ewige Aussage über die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Ist das nicht wow? Ich glaube, man muss einfach hierher kommen, um das alles zu erleben.